Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, euer Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute geht es um Produktfotos, wie wir richtig gute Produktfotos erstellen können und das mit wenig Equipment und so kostengünstig, wie es nur geht. Wie das Ganze geht und wie ich das selber persönlich mache, das erfährst du in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst und was mitnehmen kannst. Viel Spaß bei diesem Video. So Freunde, wie gesagt, möchten wir uns heute anschauen, wie wir richtig gute Produktfotos machen. Ich sage nicht, dass es professionelle Produktfotos werden, denn ich bin wahrlich kein Profi-Fotograf. Ich habe mir das selbst angeeignet, habe das auch über Tutorials und so weiter auf YouTube gesehen, wie die anderen das machen und habe da für mich selbst einfach eine Methode entwickelt, wo ich richtig gute Produktfotos damit produzieren kann und die reichen mir vollkommen aus, um das Ganze ja auf eine Art professionelle Weise auch darzustellen in den Anzeigen, in den Angeboten. Und das Ganze möchte ich euch heute zeigen. Sowohl möchte ich euch zeigen, mit welchem Equipment ich das Ganze mache, aber auch können wir uns das Ganze anschauen, wie wir das mit einem einfachen Handy machen können. Denn jedes Smartphone ist heutzutage super gut im Fotografieren und dementsprechend können wir uns das Ganze mal anschauen im Vergleich zum professionellen Spiegelreflexkamera und einer normalen Handy-Smartphone-Kamera. Ja Freunde, lasst uns loslegen und zwar machen wir das Ganze hier auf dem Balkon in freier Sicht zum Himmel. Lass uns mal schauen, also das Equipment, was ich nutze, ist halt so eine Spiegelreflexkamera, eine Nikon D3300 mit einem Licht oben drauf. Das habe ich so separat draufgebunden. Eignet sich ganz gut, wenn das Licht ein bisschen zu wenig ist, dass man da so noch nach vorne die Beleuchtung macht. Alles, was ich euch hier vorstelle, werde ich natürlich unten in der Beschreibung verlinken, so dass ihr euch das selbst auch kaufen könnt, wenn ihr das natürlich braucht. So. Des Weiteren habe ich hier so eine Beleuchtung. Das nutze ich auch für meine Videos, aber auch so, wenn man jetzt sagt, man hat hier ein Produkt stehen, dann kann man das auch gut beleuchten. Ja? Macht jetzt nicht viel aus, weil es halt draußen ist und sehr viel Licht natürlich auch schon kommt. So, und ja, zum Vergleich machen wir das mit einem Handy noch, mit einem Smartphone. Also alle Smartphones haben ja mittlerweile echt sehr gute Kameras, so dass ihr da auch verschiedene Modis einstellen könnt und dementsprechend auch echt gute professionelle Fotos damit auch machen könnt. Wir fotografieren das einmal mit der Spiegelreflexkamera und mit dem Handy, dann sehen wir das nachher beim Photoshop zum Vergleich, wie das Ganze dann vergleichbar aussieht. Zu den Produkten, was fotografieren wir heute? So ein Plüschtier, dann habe ich so einen silbernen Aufsteller, Briefaufsteller oder wie sich die Dinger nennen. Auf jeden Fall so eine Figur, was eigentlich recht schwer zu fotografieren ist, weil es halt reflektiert und so weiter. Probieren wir trotzdem aus. Und eine ganz normale Verpackung, ja, von meiner Maus. Und ja, das Ganze machen wir. Kurz noch hier zu dem weißen Hintergrund, der hier liegt. Das könnt ihr ganz normal mit ja, als Papier nutzen bzw. als Papier kaufen in einem normalen Schreibwarenhandel. Das ist ein guter Hintergrund. Ihr könnt natürlich auch andere nutzen, andere Farben nutzen. Weiß ist immer optimal. Ja. So, ich habe das hier aus Kunststoff aus meiner Fotobox. Übrigens eine Fotobox, die ich selber nutze, verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung. Da machen wir aber heute keine Videos, da werde ich euch ein separates Video zeigen, wie man in einer Fotobox gute Bilder macht. Aber generell ist es gut, auch im Freien einfach bei sehr viel Licht, nicht unbedingt bei direkter Sonne. Wir sehen es hier gerade, die Sonne ist rausgegangen und wir haben hier so einen weißen Streifen. Das sollte man natürlich vermeiden, weil zu viel Licht kann das, ja, das Bild einfach überlichten und dementsprechend werden die Bilder dann auch nicht so gut. Ja, dann lass uns einfach mal loslegen. Ich fange hier mal mit dem Plüschtier hier an. Kurz noch zu den Positionen, wie ihr die Produkte darstellt. Also bei solchen Plüschtieren würde ich zum Beispiel von vorne das Ganze fotografieren. Ja?
Dann von der Seite, zwar nicht so wie auf solchen Tetanbildern vom Knast, sondern einfach mal leicht schräg, ganz leicht, so 45 Grad. Das macht auch schon was her. Wenn es gebrauchte Sachen sind, natürlich auch von hinten so. Man kann natürlich von überall das Ganze fotografieren, aber in der Regel reicht das eigentlich, wenn man das so frontal und dann von der Seite kurz. Aber wenn ihr so detailreiche Fotos machen möchtet, beziehungsweise von verschiedenen Perspektiven, dann macht ruhig mehr Fotos, weil das Ganze ja auch sich lohnt, einfach mehr Fotos auch in die Anzeige zu schalten. Dementsprechend könnt ihr hier ruhig ein paar mehr Fotos machen von verschiedenen Positionen. Habt ihr hier zum Beispiel so eine Verpackung jetzt, dann ja, und ihr möchtet die Verpackung nicht öffnen, um das Produkt rauszuholen. Meistens ist ja, wie ihr hier seht, auf der Verpackung auch schon ein Bild vom Produkt. Dann macht ihr einfach auch frontal das Ganze leicht schräg. Das ist meistens so die beste Position, so leicht schräg, macht was her. Und dann würde ich auch einfach empfehlen, mal die Rückseite zu fotografieren. Da sieht man direkt auch die Beschreibungen und so weiter, vielleicht auch von den Seiten. Und das reicht auch in der Regel, ja. Deshalb ja, kurz dazu die Sache. Fotos geschossen. Ich habe das, wie gesagt, mit dem Handy gemacht und parallel mit der Spiegelreflexkamera. Wir schauen das Ganze gleich am PC an und schauen uns, wie das Ganze auf Photoshop aussieht und wie wir das weiter noch bearbeiten können und detailreich vielleicht noch besser in Szene stellen können. Ja, Freunde, wie angekündigt, möchte ich euch das Ganze anhand von Photoshop zeigen, wie wir die Bilder, die wir gerade eben geschossen haben, nun bearbeiten können und super in Szene stellen können als Produktfotos. Falls du kein Photoshop benutzt bzw. kein Photoshop hast, dann kannst du das Ganze natürlich auch dir mieten, aber jedes andere Programm, Bildbearbeitungsprogramm, ich meine, da gibt es GIF oder auch das eigene Microsoft Bildbearbeitungsprogramm reicht hier in der Regel schon aus. Die Werkzeuge sind ja standardmäßig so, dass ihr diese auch benutzen könnt, die ich hier auch bei Photoshop verwende, und dementsprechend sollte das auch kein Problem sein und ihr müsst hier nicht Photoshop kaufen bzw. das Ganze mieten, denn es gibt ja die Möglichkeit, das monatlich auch zu machen. So, ich zeige euch das halt anhand von Photoshop, weil ich das generell so mache. Und ja, schauen wir uns mal einfach die geschossenen Bilder einfach direkt mal an. Das ist hier mit der Spiegelreflexkamera geschossen, das Plüschtier. Wenn wir das nächste Bild nehmen, sehen wir direkt, es ist viel heller und meiner Meinung nach auch viel besser direkt. Ein schöneres Erscheinungsbild. Was habe ich hier gemacht? Ich habe bei der Spiegelreflexkamera einfach das ISO verändert. Falls ihr euch ein bisschen auskennt, das ISO ist das Lichtverhältnis. Weil wenn zu wenig Licht da ist, und das war das normale Foto, es hat zu wenig Licht gegeben, man stellt das ISO etwas höher und schon kann man hier ein viel besseres Bild sehen, beziehungsweise hier wird einfach viel mehr Licht aufgefasst. Ihr könnt das Ganze sehr hoch stellen, sodass das Bild oder das Produkt quasi nicht mehr erkennbar ist, aber in dem Fall hat das hier wirklich schon geholfen und ist sehr gut geworden. So, dann haben wir hier den nochmal in der anderen Perspektive von vorne. So, und zum Vergleich hier mit dem Handy. Also es ist auch etwas dunkler geworden, jedoch ist die Qualität recht gut geworden. Also wenn ihr seht, die Qualität ist super, finde ich, nur etwas zu dunkel. Das Ganze können wir dementsprechend dennoch verändern und korrigieren mit Photoshop. Ich zeige euch das, wie das mit Photoshop geht. Falls ihr jetzt wirklich ein anderes Bildbearbeitungsprogramm nutzen werdet, da kann ich dann leider nicht weiterhelfen, wie das Ganze geht. Jedoch habt ihr bei YouTube die Möglichkeit, ganz viele Tutorials dazu zu sehen. Schauen wir uns das nächste Bild an. Das ist hier diese Figur, dieses Ad-Zeichen.
Das ist auch mit der Spiegelreflexkamera geschossen. Wie ich gesagt habe, das ist ein bisschen schwieriger zu fotografieren, ist recht gut geworden, besser als ich gedacht habe. Jedoch haben wir hier die Hand von mir, die man hier an der Seite sieht. Da wäre es vielleicht denkbar, dass man da vielleicht etwas davor stellt. Man könnte beispielsweise noch ein Papier von der Seite aufhängen, so dass das dann nicht mehr reflektiert, eure Hand oder Gesicht oder was auch immer. Also solche Gegenstände sind sowieso etwas schwieriger. Hätte ich das ein bisschen weiter vielleicht zur Seite geschwenkt, dann würde das vielleicht nicht mehr da sein. Aber hier habe ich halt das Ganze einfach mal schnell und zu Vorführungszwecken einfach mal euch zeigen wollen. Und ja, auch hier spielte das Licht immer eine ganz große Rolle. Ich habe hier, wie gesagt, das Licht auch von oben angeschaltet mit dem Beleuchter. Und ihr seht es, normalerweise würde es dann einen Schatten nach hinten werfen. Wir haben jetzt nur einen Schatten von unten, weil die Beleuchtung halt von oben kam. Und von vorne kam die Beleuchtung, die ich hier auf der Kamera drauf habe. Und dementsprechend ist es recht gut geworden. Und wir können das problemlos hier ausschneiden. So, nochmal von der anderen Perspektive. Und hier ist das Bild natürlich mit dem Telefon gemacht worden. Und auch hier sehen wir direkt, es ist etwas dunkler geworden. Und hier sehen wir auch nochmal die Hand, was nicht so schön ist. Aber im Großen und Ganzen würde das natürlich nicht stören. Man könnte das jetzt wegmachen mit Photoshop. Aber ja, ihr müsst gucken bei euren Telefonen, experimentiert da mal ein bisschen rum und schaut, ob ihr da auch die Lichtverhältnisse einfach höher setzen könnt. Und auf dem Handy sieht es einigermaßen gut aus. Wenn ihr das dann auf dem PC habt, dann kann es schon wieder anders sein. Wie ihr seht, zum Verhältnis haben wir hier tatsächlich recht große Lichtunterschiede. So, dann haben wir des Weiteren hier die Verpackung von der Maus. Und ihr seht es hier, ich habe das auch von zwei Perspektiven geschossen. Sieht nicht schlecht aus, ist mir etwas schon zu überbelichtet, weil hier das Ganze natürlich ein bisschen schwarz wirken soll und nicht so ausgebleicht. Das ist hier tatsächlich mit der Handykamera etwas besser geworden. Zwar ist die Qualität hier nicht so doll geworden, meiner Meinung nach, aber so in etwa soll das auch hier eigentlich gewesen sein, sollte es gewesen sein. Und dementsprechend haben wir hier ein bisschen, ja, ein bisschen blöd fotografiert, würde ich mal sagen. Also man muss einfach mal ausprobieren und sich ja, ein bisschen das Ganze aneignen. Jedes Produkt ist verschieden, die Farben sind verschieden und dementsprechend können diese auch verschieden ausfallen. So, genug geredet und genug gezeigt. Ich möchte euch einfach mal zeigen, wie wir das Ganze jetzt hier ausschneiden. Wir nehmen dieses Zauberwerkzeug, Zauberstabwerkzeug nennt sich das Ganze hier. Und wenn das Produkt jetzt keine weißen Stellen hat, dann kann man das recht einfach hier ausschneiden. Wir machen das Ganze mal als eine Ebene und klicken dann auf die weiße Fläche und schon haben wir eine perfekte Umrandung von dem ganzen Produkt. Und hier sehen wir, der Schatten wird natürlich auch nochmal mitgenommen. Jedoch können wir hier auf den Schatten nochmal klicken und können den Schatten auch so weit noch entfernen, wie wir das möchten. Möchten wir ein bisschen korrigieren, dann nehmen wir Schnellauswahlwerkzeug und können das Ganze hier nochmal etwas korrigieren, indem wir dann auf Steuerung drücken und dann so ein bisschen die Stellen, die zu viel weggenommen sind, können wir hier nochmal korrigieren. So, und wir sehen hier an den Seiten, überall ist es recht gut geworden. Wenn man das Etikett zum Beispiel entfernen möchte, kann man das im Nachhinein auch noch machen. Ja, es sei denn, man möchte das Etikett gerne in Szene stellen, weil es sich um ein neues Produkt handelt. Und ja, dann haben wir natürlich hier alles ausgewählt und können das Ganze ausschneiden. Und schon haben wir hier den Hintergrund weggemacht. So, weil das Etikett mich so ein bisschen stört, nehmen wir hier nochmal das Lasso-Werkzeug oder Polygon-Lasso-Werkzeug nennt sich das Ganze hier. Und können das Ganze hier noch so ein bisschen entfernen. So, und dann haben wir eigentlich schon ein richtig gutes Plüschtier, was der Hintergrund komplett weg ist. So, und jetzt nehmen wir das Plüschtier und erstellen eine neue Ebene, ein neues Dokument. So, welche Breite und Format, also welche Auflösung ihr dazu nutzt, ist euch überlassen. Ich würde so
mindestens 1000 Pixel nach oben und nach unten nehmen. Ich nehme meistens immer 1,5, so dass das auch gut zoombar ist. Und dementsprechend kann man das Ganze hier dann auch einfach mal anpassen. So, jetzt haben wir das Plüschtier hier drin. So, das würde jetzt schon das Produktbild sein und sieht sehr gut aus. Natürlich hier der Schatten, man könnte das Ganze noch ein bisschen weiter korrigieren und noch entfernen, was aber tatsächlich nicht sein muss. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist zum Beispiel noch Farben besser in Szene stellen. Dazu drückt ihr einfach STRG U, dann kommt hier so ein, oh, ihr seht das gar nicht, merke ich gerade, okay. Auf jeden Fall gibt es hier die Möglichkeit, dass man den Farbton und die Sättigung verändern kann. Man hat hier einfach einen Riegel, den man verschieben kann. Und dementsprechend, ihr seht es hier, er verändert seine Farbe in verschiedene Richtungen. Falls man jetzt gerne noch ein bisschen, das ist so der Standard. Und wenn wir das Ganze, das Blau und so weiter, noch ein bisschen mehr in Szene stellen möchten, dann können wir das Ganze hier tun. Genauso können wir das Ganze hier auch mit dem Farbton machen. Wir können das Ganze schwarz-weiß machen oder wir können das Ganze bis ins Unerträgliche dementsprechend auch farblich verändern. Also das muss nicht unbedingt sein. Die Farben waren schon vorher sehr gut. Bei gewissen Produkten ist es ja vielleicht ein bisschen ratsam. So, und wir sehen hier zum Vergleich jetzt nach den Farben, wirkt das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser, wobei ich finde, das war natürlicher. Also da könnt ihr auf jeden Fall das so belassen und ihr habt ein schönes Produktbild. Wie gesagt, ich wollte das euch nur an einem Beispiel einmal zeigen, die Vergleiche machen zum Handy und zum Spiegelreflexkamera. Natürlich ist eine Spiegelreflexkamera für Fotos geeignet und damit kann man natürlich bessere Fotos machen als mit einem normalen Handy. Jedoch könnt ihr auch mit dem Handy ganz gute Fotos hinbekommen und dementsprechend genau so bearbeiten und in Szene stellen, wie ich das hier gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet etwas mitnehmen. Vielleicht kennt ihr euch schon sehr gut aus und könnt das Ganze noch besser machen. Klar, dann würde euch das Video nicht weiterhelfen. Aber für alle die, die gerade so anfangen und sich an die Bildbearbeitung selber trauen, dann würde das auf jeden Fall eine große Hilfe sein, wie ich das mache, und so könnt ihr das natürlich übernehmen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gibt. Das motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen und lässt uns als Community wachsen. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast und dich interessieren solche Themen wie das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay und alles, was sich drum herum dreht, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Falls du Fragen hast, gerne immer die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Erfolg bei der Bildbearbeitung und bis zum nächsten Video. Ciao.